So, grüß Tag nochmal. Aus gegebenem Anlass und weil mich das Staubsaugen jetzt eh gerade nicht freut, bin ein bisschen verschwitzt, habe ich das jetzt unterbrochen, das Staubsaugen. Da ist das Loch. Das Loch ist halt auf der anderen Seite. Ich wurde jetzt gefragt in den Kommentaren, ob ich denn keine Gläser zum Trinken habe. Also habe ich zurückgeschrieben, doch, ich habe ganz viele Gläser hier. Gut, schreiben kann man viel, ne? Behaupten kann man viel. Aber. Also ich habe hier, da sind Gläser, Gläser, noch das sind jetzt, mit, also das sind alles so Gläser mit Verschluss, die zählen wir jetzt nicht dazu. Aber da ist ein Haufen Gläser, wie ihr seht. So, so der Teil, mal wieder das zurück. Dann, ist das schön, wenn man gar nicht im Bild ist. Dann, Moment, kleine Rundreise, Kastel auf. So. Ja, also noch mehr Gläser zu eurer Beruhigung. So schnell geht es mir nicht aus. Und da gehe ich aber jetzt nicht runter. Im Keller habe ich noch einen Sack voll mit so McDonald's-Gläser. Kann nicht in das richtige Loch, hat eine schon da. Einmal das Handy andersrum schon. Funktioniert nichts mehr. Ja, und nur zu eurer kompletten Beruhigung. Heferl habe ich auch. Also Heferl, okay? Ich habe Gläser, ich benutze sie nur nicht, weil, jetzt habe ich das wieder zugemacht da, alles verrammelt, weil, also von sowas da zum Beispiel, so Dinger habe ich im Keller noch jede Menge, aber da in die Kasteln ist kein Platz mehr dafür. Ich habe zum Beispiel, gern nicht mir, aber die sind da, solche Gläser und die, wenn die am Tisch stehen, sind sehr beliebt bei den Katzen, also meine Kinder verwenden die gern. Und jedes Mal tun wir dann die Lacke aufdunken, weil die Katzen das Ding da gern umschmeißen. Etwas praktischer und ein bisschen eleganter ist natürlich die Variante, aber steht jetzt auch nicht jeder drauf. Ja, muss ja nicht immer aus dem Strohhalm zuzeln, also dem geht nicht so viel rein in so ein Glas. In diese Dinger da passt halt wesentlich mehr rein und ich benutze die dann gern. Also, ich habe kein Problem jetzt aus so einem Glas zu trinken. Und die haben halt diesen Schraubverschluss, den mache ich zu. Ne? Da ist schon eine. Weil die zum Beispiel diese hier, nehmen wir gleich diese hier, Freiwillige vor, steckt dann gern, wie man sieht, da die Schnauze rein oder auch den ganzen Kopf, je nachdem, wie groß die Öffnung ist. Oder so ein Glasl wird umgeschmissen und. Ich habe jetzt auch nicht so gern Katzenhaare in meinem Getränk drinnen. So, Mädel. Und ich habe auch nicht gern eine komplette Katze da im Kastl drinnen, wo die Gläser sind. Habe ich auch nicht so gern, weil ich bin schon eigen, gell? Bin schon sehr eigen. So, das zu eurer allgemeinen Beruhigung. Ihr müsst jetzt nicht Gläser für mich sammeln oder euch Sorgen machen, weil ihr so einen komischen Schraubverschlussglasl da trinkt. Alles in Ordnung. Alles gut. Bis zum nächsten Mal. Für dich.